Nee, ey. Also mit 35 nochmal eine Ausbildung. Nein. Wer möchte ich sein und welche Hundebesitzerin möchte ich sein? So, ich glaube, ich sitze jetzt zum 5. oder 6. Mal. deswegen machen wir das jetzt einfach hier. So, Hallöchen zusammen. Wo waren wir? Uns geht's gut erstmal. Alles okay soweit? Ich mag mich einfach im Moment nicht auf Video. Ich mag mich ungerne vor die Kamera setzen. Ansonsten ist es soweit okay bei uns. Ich habe für mich die Zeit genutzt, um mich weiterzuentwickeln. Und bin da auch ehrlich gesagt ganz zufrieden mit. Und darum soll es auch ein bisschen in diesem Video gehen. Es gibt ein kleines Lebensupdate. Es gibt auch einen Ausblick, wie es wahrscheinlich in meinem Leben weitergeht. Zumindest sieht es gerade stark danach aus. Und ich bin sehr gespannt. Und ja, was habe ich denn gelernt? Also es geht natürlich um Hundeerziehung. Und es geht viel um das Thema Mindset und die eigenen Gedanken und Gefühle. Ich habe euch aber, damit es nicht zu philosophisch wird oder, ja, ich weiß nicht, es geht halt um Gedanken und Gefühle, ne? Das ist immer schwer, das irgendwie anschaulich zu machen. Aber ich habe euch aus unserem Alltag ein paar Aufnahmen gemacht und zusammengestellt und werde daran erklären, was ich meine. Ich habe mich im letzten Jahr gefragt, wer möchte ich sein? Und welche Hundebesitzerin möchte ich sein? Ich finde, wie man mit Tieren umgeht, zeigt ja auch, welche Art Mensch man ist. Welche Persönlichkeit man hat und ja, wie man einfach so ist. Und ich habe anhand von Nomi gemerkt, es gab so den Anstoß, die Problematik mit ihrer Aggression mir gegenüber. Da habe ich einfach so gemerkt, boah, ich habe mich ganz häufig eigentlich nicht so verhalten, wie ich gerne möchte. Wie ich sein möchte. Ich habe mich so verhalten ihr gegenüber, weil ich das so gelernt habe, dass man das machen soll, machen muss, um sich durchzusetzen und um den Hund richtig zu erziehen. Und das habe ich einfach in Frage gestellt. Ich habe euch dazu ja letztes Jahr, verrückt, ja, ist schon lange her, letztes Jahr ein Video gemacht, was ich geändert habe. Also, dass ich ihren Willen gelassen habe. Und das war für mich ein riesiger Schritt, davon abzuweichen und es auch einfach auszuprobieren und einfach mal so dem Prozess zu vertrauen und zu schauen, okay, was ändert sich denn, wenn ich mich ändere, wenn ich mein Verhalten ändere? Das hat für mich einfach so den Stein ins Rollen gebracht. Gleichzeitig bin ich durch Zufall auf eine amerikanische Hundetrainerin aufmerksam geworden, und zwar Susan Garrett. Und ich habe schnell gemerkt, dass die anders an Sachen rangeht. Und das finde ich sehr sympathisch und das mag ich sehr. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, boah, genau so 1:1 möchte ich das auch machen oder ich stimme ihr in allen Punkten zu. Aber überhaupt mal out of the box zu denken, anders an Problematiken heranzugehen und vor allem ein anderes Mindset zu haben als ich muss meinen Hund dominieren, ich muss mich da durchsetzen, ich muss immer konsequent sein, so was da alles so dazu gehört. Das einfach mal zu hinterfragen und dafür andere Wege zu finden und trotzdem quasi zum Erfolg zu kommen, das fand ich sehr sympathisch und das hat ganz viel mit mir gemacht. Und deswegen versuche ich inzwischen viel bewusster an Hundetraining heranzugehen oder an die Problematiken, die ich hier mit Erwin und Nomi vielleicht habe. Der Akku ist leer! Ja, natürlich! Was sonst? Ha, ich lasse mich doch jetzt nicht schon wieder davon abbringen, dieses doofe Video aufzunehmen. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich das irgendwie an das Stativ bekomme. Okay, irgendwie möchte die Kamera nicht so richtig ans Stativ, deswegen machen wir das jetzt so. Ja, also ich habe eben mehr über mich nachgedacht und versucht mich zu reflektieren, wie ich meinen Hunden gegenüber bin. Und ich finde, was auffällt, ist, dass ich sehr häufig eigentlich negativ über meine Hunde denke. Und das ist schade. Wie oft habe ich irgendwie was Negatives unterstellt? Zum Beispiel, ja, die ist jetzt nur stur,
Die will zeigen, dass sie der Boss ist, die will sich durchsetzen, die will einfach nicht auf mich jetzt hören. Und das sind ja alles so Gedanken, mit denen man ja nicht weiterkommt. Denn wir werden niemals mit Hunden auf so eine Ebene kommen, wie wir uns mit Menschen austauschen können. Das heißt, ein Hund wird mir niemals wirklich seine Beweggründe erklären können, warum er etwas tut oder nicht tut. So, der wird halt niemals sagen, ah, sorry, ja, ich war jetzt gerade super doll abgelenkt, aber ey, wollte dich damit gar nicht angreifen. Und dieses Persönliche, sich persönlich vom Hund angegriffen fühlen, ich glaube, das ist etwas sehr Toxisches, aber auch etwas sehr weit Verbreitetes. Ich kenne es halt von mir total und bekomme es aber auch bei anderen Menschen, bei anderen Hundebesitzern mit. Ich finde, Hundetrainer sind damit dran schuld, dass man so denkt. Oh, mal wieder ein Krankenwagen. Wenn ich jetzt also in so eine Situation komme, wo Erwin zum Beispiel, wenn ich ihm einfach nur einen Sitz sage und er macht das nicht, er guckt halt irgendwo rum, ne, oder vielleicht starrt er halt irgendwo hin, dann überlege ich jetzt nicht, ah, okay, jetzt ist er stur. Der will einfach nur nicht. Sondern ich überlege, okay, warum kann er das gerade nicht? Wo ist das Problem? Ist er abgelenkt? Riecht er irgendwie was super Spannendes? Hat er vielleicht mich einfach nicht gehört? Hat er das Wort nicht verstanden? Oder was ist los? Und dadurch, okay, mein linker Arm wird sehr schnell müde. Und ich nehme mich also, meine persönlichen Gefühle nehme ich da raus. Ich fühle mich nicht mehr angegriffen von meinen Hunden, emotional. Und ich finde, das klingt halt, wenn man das so sagt, auch einfach total blöd. Natürlich passiert mir das noch. Ich bin dann noch nicht angekommen, dass ich das so routiniert habe, sage ich jetzt mal, dass mir das halt gar nicht mehr passiert. Natürlich denke ich manchmal noch so, boah, also ich habe noch negative Gedanken, die zu negativen Gefühlen führen. Denn wie oft war ich frustriert, traurig, wütend wegen meiner Hunde? Und das ist eigentlich richtig scheiße, finde ich. Das finde ich halt einfach nicht cool von mir. Und ich denke, dadurch hat mir auch Gelassenheit gefehlt. Und da bin ich wirklich stolz auf mich. Ich bin im letzten Jahr deutlich gelassener geworden. Besonders eben draußen. Mit Hundebegegnungen, mit anderen Menschen, wo ich früher einfach Angst hatte, dass sie mich verurteilen. Und warum ich gelassener geworden bin, ist durchaus auch durch den Leitsatz von Susan Garrett. Der besagt, ich blende ihn euch einmal im Original hier ein, so wie ich ihn dort aus den Videos gelesen habe. Dein Hund tut immer sein Bestes mit der Erziehung, die du ihm hast zuteilwerden lassen und in der Umgebung, in der du die Leistung erwartest. Dieser Gedanke von, der tut immer sein Bestes. Das habe ich versucht zu verinnerlichen. Und in jeder Situation, die nicht so läuft, wie ich sie gerne hätte, sage ich mir, okay, Moment, der macht gerade sein Bestes. Erwin kann gerade nicht anders. Es ist vielleicht die Umgebung, die jetzt gerade das Problem ist. Es ist vielleicht meine Erwartungshaltung, die das Problem ist. Aber Erwin selber ist nicht das Problem. Erwin ist ein toller Hund. Und ich habe ihn sehr lieb, so wie er ist. Und nur weil er jetzt diese Leistung nicht erbringen kann, die ich gerade von ihm erwarte, heißt das nicht, dass er ein schlechter Hund ist, ein blöder Hund, ein sturer Hund. Also all diese negativen Eigenschaften, die wir unseren Hunden sehr schnell, sehr gerne mal andichten. Da sage ich mir einfach jetzt ganz stur selber, das ist halt nicht so. Er ist ein toller Hund. Auf einem Wanderparkplatz hatten wir eine nicht ganz so schöne Hundebegegnung. Ich zeige euch diesen Clip jetzt erst einmal ungeschnitten und unkommentiert. Und danach gehen wir dann in die nähere Analyse. Nee, ist okay. Nein. Ja, so ist gut. Tick. Klasse. So. Super. Klasse.
Super Nomi. Ja? So. Nach unserem Spaziergang sind wir zu meinem Auto, um wieder einzusteigen. Ich habe schon gehört, dass im Nachbarauto ein aufgeregter Hund bellt. Mir war also bewusst, dass dort ein Hund gleich aussteigen würde. Die Besitzer dieses Hundes haben aber Nomi und Erwin auch schon gesehen. Also sie wussten, dass ich auf der anderen Seite mit zwei Hunden bin. Und obwohl dieser andere Hund so aufgeregt bellt, bleiben Nomi und Erwin ruhig. Und ich finde, das ist sehr wichtig hier schon zu bemerken, denn das lässt die Situation, wo es dann gleich eskaliert, in einem anderen Licht erscheinen. Noch bevor Erwin knurrt, sieht man ganz kurz, wie er schon züngelt und sich außerdem kleiner macht, um in den Angriff zu gehen. Ich habe eigentlich versucht, ihm den Weg zu versperren. Ich bin mit einem Fuß vor ihn gegangen, das habe ich bewusst gemacht. Ich bin ihm allerdings absolut egal. Und daran müssen wir noch arbeiten, dass er sich darauf verlassen kann, dass ich da bin, um solche Situationen zu regeln. Ich bin Erwin nicht böse, dass er so reagiert hat und ich agiere dort auch ohne Wut. Gleichzeitig möchte ich ihm aber durchaus zeigen, dass das Verhalten von ihm gerade einfach nicht ganz so cool war und es vor allem nicht seine Aufgabe ist, uns als Gruppe zu beschützen. Nein. Viele Worte wären hier aber wirklich fehl am Platz. Die kommen einfach nicht an. Deswegen gibt's nur eine klare, kurze Ansage und dann benutze ich die Leine, um ihn aus der Situation weiter zu entfernen. Einerseits, um ihn eher hinter mich zu bringen, sodass er nicht mehr vorne agieren kann und gleichzeitig aber auch für ihn, um die Distanz zum anderen Hund zu vergrößern, damit es für ihn leichter wird, sich wieder zu entspannen. Und beide fahren relativ schnell wieder runter und das finde ich hier ganz, ganz toll und das sind auch Momente, die ich jetzt viel mehr wertschätzen kann. Ein weiterer Punkt, an dem ich selber arbeite und ich finde, ich habe den hier ganz gut umgesetzt, ist, ich bleibe ruhig. Ich nehme mir Zeit. Ich hätte ja auch super schnell dahin greifen können, um Erwin ganz schnell aus der Situation zu reißen. Aber dadurch, dass ich auf die Schleppleine treten konnte, hatte ich ihn ja unter Kontrolle. Es bestand also keine Gefahr und jede Hektik oder jede Grobheit hätte da so eine negative Energie reingebracht und das Ganze vielleicht nur noch hochgeschaukelt. Hier war ich mit Erwin in einem neuen Waldgebiet unterwegs und wir haben einen Freiläufer getroffen. Erwin! Super machst du das. Komm mal hier zu mir. Hier zu mir. Genau. Erwin wird hier sehr aufgeregt, er fängt an zu fiepen, das ist so eine Übersprungshandlung von ihm, er möchte aber eben auch zu dem anderen Hund hin, also das heißt, er zeigt deutliches Interesse. Durch diese hohe Ablenkung wird er keine Kommandos ausführen können, das weiß ich einfach, also warum sollte ich es versuchen? Ich werde ihn also nicht abrufen, ich werde keinen Sitz oder ähnliches von ihm fordern. Deswegen benutze ich hier ganz bewusst kein Abrufsignal, was ich habe, sondern sage einfach nur so ein lockeres, komm zu mir und ziehe ihn an der Schleppleine leicht in meine Richtung. Super. Was ist das? Nee, ey. Nee, Dicker, komm mal hier. Guck mal. Was mich an mir selber in solchen Situationen noch stört, ist, dass ich einerseits hektisch werde, ich bin wenig flexibel, ich falle schnell in alte Muster und gleichzeitig werde ich aber auch so starr. Irgendwie habe ich mir angewöhnt, stehen zu bleiben. Wahrscheinlich, weil ich quasi Angst habe, wenn ich weitergehe, dass der Hund dann von hinten angerannt kommt und quasi etwas passiert, was ich nicht mitbekomme. Da möchte ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, warum ich hier versucht habe, Erwin mit einem Leckerchen zu belohnen, warum ich dort angekommen bin. Aber wenigstens bin ich dann doch auf die glorreiche Idee gekommen, das Leckerchen auf den Boden zu werfen, damit der andere Hund das suchen kann und abgelenkt ist. Ist okay.
Bei einer so hohen Ablenkung senke ich also bewusst meine Erwartungshaltung dem Hund gegenüber. Gleichzeitig belohne ich aber auch kleinteiliger und hochwertiger, als ich es in anderen Situationen dann noch tun würde. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch einfach deutlich mehr, weil ich einfach mehr anerkennen kann, wenn Erwin dann doch ein Verhalten zeigt, was ich mir von ihm wünschen würde. Eben zum Beispiel, wenn er sich an mir orientiert. Warte. Oh, supi! Erwin. Oh, sehr schön. Party. Party. Oh, guck mal hier. Und hol. Erwin, hol. Das schaffst du. Nochmal. Tick. Bitte, das hast du toll gemacht. Super. Ja. So, während Nomi ihren Haufen versucht, irgendwo hinzumachen, erzähle ich euch ein bisschen, was ich jetzt eigentlich vorhabe. Und zwar, ich möchte beide besser gezielt ansprechen können. Im Moment ist es ein bisschen chaotisch bei uns. Mal hören sie auf ihren eigenen Namen, mal trägt jeder von beiden Doppelnamen. Und das ist halt alles nicht so konsequent, sage ich jetzt mal. Und klar freue ich mich auch, wenn, weiß nicht, wenn ich Erwin zu mir rufe, aber auch Nomi kommt oder so, ne? Naja. Deswegen möchte ich da einfach nochmal ein bisschen genauer mitarbeiten und mir fällt aber auch schon auf, wo Schwierigkeiten sind. Also zum Beispiel, wenn beide nebeneinander sitzen, also wirklich direkt so Po an Po, dann finden sie es sehr schwer, das einzeln zu machen. Oder wenn einer den anderen überholen muss, was ich verstehen kann, weil dann natürlich halt dieser Drang mitzulaufen, größer ist. Also es ist halt eine größere Ablenkung und erfordert mehr Konzentration. Das heißt, das machen wir vielleicht irgendwann später mal. Jetzt habe ich mich halt gefragt, was kann ich tun, um es einfacher zu machen für die Hunde? Ich denke, was helfen kann, ist, dass beide an unterschiedlichen Orten sitzen. Also dass wir quasi ein Dreieck bilden und ich sie dann abrufe zum Beispiel. Das probiere ich gleich mal. Erwin? Sitz? Genau. Nomi, du kommst da hin. Nomi, komm mal hier zu mir. Lass dich mal hier hin. Genau. Sitz, genau. Super. Erwin, hierher. Tick. Sehr gut. Bitte. Sehr gut. Sitz. Klasse. Nomi, hierher. Super. Bitte. Super. Klasse, Erwin. Das hast du toll gemacht. Bitte. Warte. Nomi, sitz. Sitz. Genau. Mal gucken. Nomi hier. Erwin, hierher. Tick, super, bitte. Das habt ihr toll gemacht. Bitte schön. Sehr, sehr gut. Okay, ist hier los, Dicker. Ha? Die Kamera gefunden. Ich habe tatsächlich einen Baumstamm gefunden, auf den man sich so ein bisschen hinsetzen kann. Das ist ganz cool. Jetzt gerade ist das Wetter richtig schön. I like. Oh. Fackelt. Also, ich denke relativ frisch darüber nach, Hundetrainerin zu werden. Allerdings mit der Spezialisierung für Assistenzhunde. Und
Ja, so mit 35 nochmal eine Ausbildung ist halt schon irgendwie was. Ist halt auch irgendwie komisch. Andererseits ist es ja jetzt auch nicht mehr ungewöhnlich heutzutage. Es ist jetzt im Moment eher die Finanzierung, die mir da Sorgen bereitet. Wie ich da das Geld zusammenbekomme, ist halt nicht ganz billig. Zusätzlich musst du ja auch einfach dein Leben irgendwie bezahlen. Und was ein Nachteil ist an der Ausbildung, du hast in der Ausbildung natürlich auch Praxiszeiten, die finde ich auch ganz wichtig. Also ich würde gar nichts anderes wollen. Ich würde keine, sagen wir, ich fände eine reine Online-Ausbildung sehr unseriös. Und wenn, dann will ich das halt auch vernünftig lernen. Ich gucke mich die ganze Zeit so ein bisschen um, weil hier gerne Hunde vorbeikommen und auch mal Pferde. Also das Ganze, ja, ist halt einfach kostspielig, würde 1 bis 2 Jahre dauern. Es ist tatsächlich etwas, was ich mir inzwischen für mein Leben vorstellen kann. Einfach weil ich weiß, dass ich mich weiterentwickelt habe, was die Hunde angeht. Es macht mir nach wie vor Freude, mit ihnen zu arbeiten. Ich mag es auch, andere, also zu analysieren einfach so, was passiert da zwischen anderen Menschen mit ihren Hunden. Und ich kann mir das alles einfach ganz gut vorstellen. Aber natürlich ist es ein riesiger Schritt. Es ist halt was völlig anderes, als ich vorher gemacht habe. Da sind ganz viele Ängste natürlich mit bei. Es ist sehr ungewiss. Aber ich glaube, dass das Berufsfeld... Erwin geht einfach mal stiften. Und Nomi hat hier einen tollen... Ein toller Stock, Süße! Und der Erwin ist... Ich glaube allerdings, dadurch, dass es diese Assistenzhunde-Regelung inzwischen gibt, dass das ein Feld ist, was ehrlich gesagt zukunftssicher ist, dass es gebraucht wird. Was aber für mich tatsächlich total ausschlaggebend war, ist der Sinn dahinter. Ich hatte schon immer das Bedürfnis, Menschen irgendwie zu helfen und auch Betroffenen zu helfen, also Depressiven, Menschen mit Angststörungen, mit dissoziativen Störungen, Behinderten, also körperlich behinderten Menschen. Erwin, hierher! Dick, supi! Das hast du ganz toll gemacht, Schätzchen. Oh, guck mal, da bist du. Bitte. Super gemacht. Und da ist schon wieder eine Zecke an deinem Auge. Natürlich. Können wir die noch retten? Ne, die ist fester. Oder? Ja, verdammt. Ich habe natürlich schon früher darüber nachgedacht, ob es etwas für mich wäre, Hundetrainerin zu sein. So klassisch in der Hundeschule für eben den Familienhund, sage ich jetzt mal, beziehungsweise für Menschen mit Familienhund. Und ich muss aber sagen, das hat mich wenig gereizt, denn ja, und jetzt muss ich so ein bisschen sehr verallgemeinern. Ich glaube, die meisten Leute, die in der Hundeschule sind oder die einen Hundetrainer haben wollen, die sind nicht ganz so selbstreflektiert und wollen eher am Hund arbeiten als an sich selber. Und ja, das ist jetzt super pauschal gesagt. Ich weiß, natürlich, es gibt immer solche und solche. Das ist aber so ein bisschen das, was ich halt mitbekommen habe. Naja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Also das heißt, es war jetzt irgendwie nichts, wo ich so gesagt habe, boah, ja, da würde ich jetzt unbedingt meine Zukunft drin sehen. Aber eben Menschen durch ein Tier zu helfen, wieder besser im Alltag klarzukommen, wieder rauszugehen, am Leben teilzunehmen, das klingt für mich nach einer wahnsinnig sinnvollen Aufgabe und das stelle ich mir sehr erfüllend vor. Und das ist etwas, was mir in meinem jetzigen Beruf als Webdesignerin, Entwicklerin, Marketing, bla bla, einfach fehlt. Und ja, es ist einfach nichts... Oh, jetzt kommt die Sonne hier so rum. Es ist einfach nichts, was mich erfüllt. Deswegen, ja, denke ich da gerade über diese Veränderung nach und informiere mich darüber, wie ich das finanziell gestemmt bekommen könnte. Und ja, weiß nicht. Irgendeine Holz. Erwin, hol. Super gemacht. Erwin, hol. Bitte. So. Du wartest. Nomi, warte. Nomi, hol. Gott.
Immer ein bisschen zu engagiert, Süße. Machst du gut. Bitte. Ganz, ganz toll. Gut gemacht. Toll, Erwin. Bitte. Sehr gut. Oh, super, ja. Super, Nomi. Komm zu mir. Erwin, du bist ein Arsch. Ja, ich weiß, Süße. Du wolltest mir das bringen. Bitte schön. Leute, es ist vollbracht. Ich habe dieses Video tatsächlich fertig geschnitten. Dass ich das noch erlebe. Ja, erstmal vielen Dank für eure Geduld. Auch für immer wieder liebe Rückfragen. Wie wird's weitergehen? Ja, ich möchte natürlich nicht wirklich 6 Monate Abstand zwischen jedem Video haben. Ich werde versuchen, da jetzt einfach wieder ein bisschen mehr aus meiner Comfortzone rauszukriechen und einfach mehr zu machen, anstatt viel nachzudenken. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!